Die Buchstaben kommen mir bekannt vor. Level 4er, Level 3er. Jetzt ist es ein niedrig-leveliges Match, sag ich mal. Da bin ich mit meinen 11 schon ziemlich hoch. Der mit 16, der ist schon ganz, ganz hoch. Level 3, 4, 4, 8. Also, ja, da bin ich. Ja. Mal schauen. Wenn da viele Roller dabei sind. Ah, eine. Oh, die haben die Aerospray, diese goldene. Die ist schon geil, ey. Geht! So früh schon? Ah, da ist noch eine. Da! Da! Ink striken wir mal. Mitten ins Pinke. Verpisst er sich einfach. Der wollte sich von hinten ran sneaken. Eine sehr gute Runde, finde ich. Ich muss nur noch Farbe finden. Auf der anderen Seite. Da! Da! Alle Ladies! Oh shit! Muss ich nur noch eine günstige Zeit finden, um meinen Inkstrike einzusetzen. Vielleicht gegen Inkstriken. Ja, haben wir schon ziemlich zerstört. Oh, höchste Punktzahl. So, das war das erste Match. Ich hab sogar genug Punkte. Ich kauf mir die, ey. Scheiß drauf. Obwohl das gerade so gute Teams sind. Also, die sind nicht so gut. Beide, aber mein Team kann ich ausgleichen. Ja, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann ich ein bisschen ausgleichen wenigstens. Weil die so schlechtes Positioning haben, kann ich die halt gut. Alter, hat er mich abgezockt, ey. 15.000, aber die ist es wert. Guckt euch das Ding an. Guckt euch das Ding an. Moment, back equip. Sorry. Oh, guckt euch das an. Oh, wie cool.
Also Paintball-Maske, auf jeden Fall. Was hat das für Effekt? Comeback? Okay, was das bedeutet, weiß ich nicht. Ist aber meine erste 3-Sterne, mein erstes 3-Sterne-Equipment. Ja. Ach, scheiße, ich wollte die Waffe noch wechseln. Es wird wieder Zeit für eine neue Waffe. Infos? Hier, 10.000 habe ich schon damit geinkt. Also schon sehr viel. Oh, okay, 22.000. Na gut, Killer Whale. Subsuction Bomb. Diesen Sprengler hätte ich gerne. Wo gibt's den denn? Bisher noch keine Waffe mit dem Sprengler. Aber das kommt noch. Ich spiele den Roller, aber ich weiß noch nicht welchen. Den kleineren Roller vielleicht. Splattershot, Tentatex, Splattershot, Splattershot Junior. Ah, ich weiß ja nicht. Point Sensor, Bubbler, Inkstrike, Jet Squelcher. Also, die Waffe ist schon meine Favoritenwaffe neben den Rollern. Den kleineren Rollern. Es gibt ja noch größere, habe ich gesehen, die ich noch nicht habe. Ich nehme mal die Killer Whale. Obwohl die... Ah, Kraken. Mit Kraken kann ich, glaube ich, besser umgehen. Na gut. Wechseln wir nochmal. Die... Sieht auch ein bisschen besser aus. Sie hat noch so einen Stempel an der Seite. So, dann wechseln wir mal... in die Lobby. Haben ein Match gemacht. Schon. Dann sind wir einkaufen gegangen und jetzt... Smoken. 3,5. So. Mit dem Roller muss ich mich aber auch schon wieder einspielen. Justin D&B Turbo Max Rager. So, wir haben einen Japaner auf Level 8. Scheint also ein zugezogener Japaner zu sein. Vielleicht ein Weißer, der nach Japan gewechselt ist. Ihr wisst es vielleicht nicht, die meisten richtigen Japaner starten ja mit Level 20. Ich muss ganz normal bei Level 1 starten. Hab aber trotzdem vom Skill her natürlich bin ich natürlich Asiate. Das ist ganz vorteilhaft so. Muss halt ganz normal leveln, aber ich bin Asiate, das ist mein Vorteil. So, falls mir jemand entgegenkommt. Seht ihr, das ist... Hab ich zwei gekillt, bin beim dritten gestorben. So, eben schnell unsere Base nochmal lackieren. Und dann hier mal... Oh Gott! Von da oben. Das gesehen? Guck, das sind Noobs. Daran kann man... Daran kann man Noobs erkennen. Dass sie halt gegen mich als Roller hier... verlieren. Ah, da oben ist einer. Muss ich hier aufpassen. Nicht das Zeug von oben runterkommt und mich erledigt. Ah! Reisen wir mal dahin.
Dieser Kack-Sniper soll mir den Rücken frei halten und nicht in der Gegend rumglotzen, ey. Spasti. Das regt mich schon wieder auf, ey. Komm schon. In den letzten Sekunden werde ich ja hier noch was reißen können. Komm schon. Ich weiß ja nicht. Knapp. So, guckt euch... Oh, wie cool das aussieht. Ich liebe diese Maske. Das ist echt schon... Also vor dem Spiel, also vor das Spiel rauskam, fand ich das schon voll geil. Es hat halt, es gibt halt lustiges Equip und es gibt Badass Equip. Und das ist so das most Badass, was es bei Nintendo halt so geben kann. So. Ist halt schon das Maximum bei Nintendo. Aber trotzdem, es sieht schon ziemlich geil aus. Yo, jetzt nach mir aktiviert der Spassi, der Justin. Ab ins Krisengebiet. Nein, nein! Haben wir uns gegenseitig gekillt? Dahin muss ich... Ich muss ganz nach oben, ich muss diese Fläche oben einnehmen. Und diesen Locator muss ich wegmachen. So, jetzt habe ich meine Krake. Mit der Krake kann ich hier offensiv gehen. Damit reise ich. Wir haben schon fast alles, ey. Kann ich ja nur noch so Reste hier. Wir können uns mal ins gegnerische Gebiet wagen, so. Aber. Naja. Komme ich denn dahin? Aber erstmal hier das Mittelgebiet. Ist schon wieder unbemalt. Hat sich einer drin versteckt. Wir haben das obere Gebiet komplett wieder verloren. Muss ich erstmal weg von ihm. Wie das? Aber wir haben gewonnen, deutlich. Zack. So. Haben wir das auch erledigt?
Tudala Hero. Tudala Hero. Tudala Hero. Ja. Ich bin fast Level 12. Noch ein Match. Ja, 700 Punkte ist machbar. So, mein Team ist schon mal bereit. Beziehungsweise zusammen. 5.5, also 5,5 Flaggen habe ich schon. Ja. So, 5 Leute von 8. Ich dachte, es spielen mehr. Aber ich bin. Vielleicht ist ja Rank schon freigeschaltet. Es ist jetzt 9 Uhr abends. Ist Montag. Der Montag nach dem Release. 9 Uhr abends. Ich kann ja mal. Scheiße, wo ist mein Tablet? Oh Gott, hinter mir. So, wir sind hier multimedial gut ausgestattet. Ich zumindest. Ich habe hier ein Tablet. Ein Tab 4. S. Dann. Gibt es ein Tab 4S? Tab S, sorry. Nicht Tab 4, Tab S. Ich bin bei der Arbeit, bin ich ein bisschen mit den Namen überfordert von den ganzen Tabs. Es gibt ja noch neu Tab A. Das ist dann in diesem komischen Format 4:3 oder so. Auf jeden Fall ist es eher quadratisch als rechteckig dann. Das Tab A, dann, was haben wir noch bei der Arbeit? Das Tab S natürlich. Yo! Eigentlich habe ich ihn zuerst gekillt, aber hey. Ich werde hier mich an die Front packen. Dann werde ich mit dem Wal hier. Ah, ich habe den ja gar nicht mehr. Voll vergessen. Voll vergessen, dass ich den gar nicht mehr habe. Nee, ich bin irgendwie an die Splattershot Pro gewöhnt. Irgendwie will es nicht so ganz. Fuck, ey, ich bin an Knarren gewöhnt. Die Rollen sind dann doch nicht mehr so geil. Obwohl die mir ja Spaß macht, aber trotzdem. Ich will schnell ins Krisengebiet. So. Das Ding ist, ohne Backup hier kann ich. Oh Gott! Was ist das? Was ist das hier für so ein. Verstehe ich nicht. So, versuche ich hier ordentlich was einzufärben. Wenn mir jemand entgegenkommt, dann kriegt er die Krake zu spüren. Alter, ist hier viel. Alter, ist hier viel Farbe. Aber wir haben gewonnen. Wir haben beide Flächen. Obere so zur Hälfte und untere ganz. Zack. Klares Ding. Das war's dann mit diesem Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wow, guckt euch mal die Punktzahl an. Yay! Level up. So, im nächsten Part schauen wir uns dann an, was für eine Waffe wir uns freigeschaltet haben und bis dann.